In Köln etwas mitzunehmen ist keine einfache Aufgabe. Die Viktoria in Weiß gewann zuletzt zwei Spiele nacheinander. Michael Schulz, der Ex-Mannheimer, mit dem Fehlpass im Spielaufbau. Terence Boyd sucht Hawkins und findet Abifade. Die erste Riesenchance der Partie nach etwas mehr als drei Minuten. Samuel Abifade neben Goden und Karpstein, einer von drei Neuen in der Startelf, kann sich die Ecke aussuchen, bringt den Ball dann zu zentral aufs Tor. Es ist ein mutiger Auftritt der Kurpfälzer zu Beginn. Bahn. Sehr steiler Ball auf Abifade, der entschlossen nachgeht. Abifade gegen Koronkiewicz. Abifade gegen Voll. Der Linksaußen macht mächtig Dampf in den Anfangsminuten. Erst nach einer Viertelstunde kommt mal was Konstruktives von der Viktoria. Marseiler auf Lopez Cabral. Aus der Flanke wird eine Seitenverlagerung auf Koronkiewicz. Becker mit dem ersten dicken Ding für Köln. Vergangene Woche traf er doppelt beim 3:1-Sieg in Ingolstadt. Hier verpasst er hauchzart sein 9. Saisontor. Das Spiel gestaltet sich fortan offener. Die Spieleröffnung von Keeper Voll ist sensationell. Ein Abstoß als 60-Meter-Pass in die Füße von Marseiler. Tolle Ballmitnahme. Der Abschluss ist dann nicht ganz so spektakulär. Das Team von Olaf Janssen findet nun häufiger Lücken in der Waldhof-Defensive. Hinten allerdings präsentiert sich Köln weiter löchrig. Schöne Kombination der Mannheimer. Riekmann startet in den freien Raum. Riekmann, der Winkel dann etwas zu spitz. Egal ob von links, von rechts oder aus zentraler Position, bei Voll ist bislang Endstation. Dann die 27. Minute. Stefano Russo, wie Michael Schulz, ein ehemaliger Mannheimer, auf den sehr beweglichen Luca Marseiler. Der Angreifer ist viel unterwegs, bleibt aber erfolglos im Abschluss. Marco Antwerpen trainierte die Viktoria vor einigen Jahren erfolgreich in der Regionalliga West. Am ehemaligen Arbeitsplatz geht es für ihn nun um Punkte gegen den Abstieg in die Regionalliga Südwest. Klünter, nicht optimal geklärt. Auch nicht optimal das Zweikampfverhalten von Goden. Lopez Cabral, André Becker. Zweite große Möglichkeit für den Stürmer zum zweiten Mal. Fehlt wahrlich nicht viel zum Torerfolg. Die Flanke ist noch leicht abgefälscht und ermöglicht so die Top-Chance für André Becker. Drei Minuten noch offiziell bis zur Pause. Freistoß Luca Marseiler. Er der Mann für die ruhenden Bälle. Und der Ball plumpst irgendwie ins Tor. 1-0 Köln. Jeremias Loris ist der Torschütze, obwohl er kaum etwas dafür kann. Becker verlängert den Freistoß von Marseiler und dann schießt Abifade Lorch an. Ein kurioser Treffer bringt Viktoria Köln in Führung. Noch immer nicht Pause im Sportpark Höhenberg. Waldhof Mannheim sucht die schnelle Antwort. Mit wem? Na klar, mit Abifade. Sekunden zuvor noch so unglücklich beim Gegentor. Jetzt schon wieder vorne aktiv. Es bleibt beim 0:1 aus Mannheimer Sicht zur Pause durch den Hüfttreffer von Jeremias Lorch. Zum zweiten Durchgang kommt bei den Gästen Martin Kubilanski für Kevin Goden in die Partie. Der neue Mann übernimmt gleich mal einen Eckball. Kubilanski. Riekmann. Der nimmt eine gefährliche Flugbahn. Bentley Baxter Bahn. Handspiel oder nicht? Spiel läuft weiter. Die Pfeife von Schiedsrichter Martin Speckner bleibt stumm. Mannheim bleibt am Drücker. Bolay. Auf den Zielspieler. Auf Terence Boyd. Und Klünter fasst sich ein Herz. Gute Doppelszene der Gäste und es besteht noch Klärungsbedarf. Nach dem Lattenstreichler ist der Arm von Koronkiewicz in der Abwehraktion gegen Bahn ausgefahren und blockt den Ball. Dafür gab es in anderen Stadien auch schon Strafstoß. Den gibt es hier nicht, dafür den ersten zaghaften Angriffsversuch der Kölner in der zweiten Hälfte. Knappe Stunde ist gespielt. Marseiler, Russo mit viel Raum und einem Versuch aus der Kategorie Ausbaufeld. Ein Sprung auf die andere Seite, Freistoß Kubilanski. Einer der Matchwinner aus der Vorwoche mit einem Tor und einem Assist. Dann Becker. Etwas zu zentral geklärt zu Abifade. 1:1. Und es ist der Mann, der in dieser Partie vom Pech verfolgt schien.
Riesenchance vergeben, beteiligt an der Entstehung des Gegentores. Jetzt lässt er den Anhang in Blau und Schwarz hoch. Satt getroffen, nichts zu halten für Ben Voll im Kölner Tor. Ein Schuss als Sinnbild für die Moral im Team. Alles läuft gegen dich und es geht trotzdem noch was. 1-1, 64. Minute. Kurz danach, der SV Waldhof hält das Tempo hoch mit Bahn. Und wieder riecht es nach einem Handspiel im Strafraum. Zum zweiten Mal gibt es keinen Pfiff für das Team von Marco Antwerpen. Dieses Mal kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Der Arm von Lorch ist angelegt und geht nicht aktiv zum Ball. Eine Absicht für mich nicht zu erkennen. 20 Minuten noch. Mannheim ist aggressiv, Köln zu unkonzentriert. Handle verliert den Ball. Der kommt zu Boyd. Spiel gedreht. Terence Boyd, viertes Saisontor für den SV Waldhof. In den vergangenen 4 Spielen hat es nicht mit einem Torerfolg geklappt. Jetzt lässt er es wieder scheppern. Platziert mit Power. Ein super Tor von Boyd bringt die Gäste in Führung. Von der Viktoria kommt in der zweiten Hälfte fast gar nichts Offensives. 78. Minute. Marseille. Koronkiewicz. Und dann ist Schulz da. 2-2. Aus dem absoluten Nichts der Ausgleich für Köln. Schulz trifft gegen den Ex-Verein, weil Havlinuk nicht entschlossen genug rauskommt. Das muss der Keeper anders lösen. Aber das muss Mannheim auch einfach besser verteidigen. Niemand ist bei Schulz, der einfach vergessen wird. Und auf einmal kippt das Spiel wieder in die andere Richtung. Köln mobilisiert die letzten Kräfte für die Schlussphase. Thomas Idel, keine 10 Minuten vorher eingewechselt. Idel verpasst das 3-2 denkbar knapp. Waldhof Mannheim hatte nach dem Tor von Boyd alles im Griff. Dann griff Havrilouk daneben. Jetzt geht es noch darum, den Punkt festzuhalten. 90. Minute. Luca Marseiler. Abi Fade. Szene bleibt brenzlig. Lorch, Fritz, Havrilouk und dann klärt Boyd den Ball auf der eigenen Torlinie. Wilde Szenen im Sportpark Höhenberg. Viktoria Köln ist am Ende dem Siegtreffer näher, scheitert aber an leidenschaftlich verteidigenden Mannheimern. Es bleibt beim 2-2. Kurz danach ist Schluss. Marco Antwerpen und der SV Waldhof verpassen den nächsten Sieg, holen aber einen Punkt bei Viktoria Köln.